In diesem Video schauen wir uns an, wie man eine Realtek 8191 SU WLAN-Karte installiert auf einem Windows 7 Rechner. In meinem Fall ist das ein 64-Bit-Betriebssystem. Als erstes braucht ihr natürlich erstmal die Treiber, die werden nicht automatisch nachgeladen, die müsst ihr herunterladen. Also ihr könnt es jetzt zum Beispiel entweder von dieser Seite herunterladen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt aber auch nochmal den Treiber an sich hochgeladen, so wie es den auf der Seite gibt. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung, weil die Links, die da sind, zum Teil etwas langsam sind. So, jetzt ist er hier rausgesprungen. Egal. So, also wenn ihr dann hier oben habt ihr dann eure Bezeichnung stehen von der Karte und da könnt ihr es dann raussuchen, von welchem Server ihr es herunterladen wollt. Also hier eins von den Links klicken. Gut. Wenn das dann gemacht ist, dann sollte euch eine ZIP-Datei vorliegen und zwar genau diese hier. Und bevor wir jetzt weitermachen, schließe ich erstmal das Gerät an. Ich mache mal den Gerätemanager auf und klappe hier die Netzwerkanschlüsse, das sind die Netzwerkadapter auf. Und jetzt schließe ich mal an. Was dann passiert ist, dass er ein Gerät erkennt. Hier, die heißt zwar nicht SU, ist aber die gleiche. Er versucht auch, die Treiber hier zu installieren. Ich prophezeie aber schon mal, dass das fehlschlagen wird. Wir warten es mal ab. Gut, da der sich jetzt hier scheinbar aufgehängt hat, überspringen wir es einfach. Machen hier, klicken hier auf Ja und ich hoffe mal, dass er jetzt abbricht. Das nächste, was wir machen, ist, wir öffnen mal die ZIP-Datei hier und lassen den rechnen, also der wird es nicht finden. Wir öffnen hier mal die ZIP-Datei und gehen in den Ordner rein. Also für Faule, aber das empfehle ich nicht, die können hier direkt das Setup ausführen, dann wird es auch installiert. Blödeste aber, da wird ein Tool von Realtek mit installiert, das braucht man eigentlich nicht. Deshalb gibt es was Eleganteres, hier oben einfach in diesen Ordner gehen und jetzt wählt man sich hier sein Betriebssystem aus. Welches Betriebssystem man hat, erfährt man zum Beispiel hier bei Windows 7, indem man auf das Startmenü auf dem Computer einen Rechtsklick macht, Eigenschaften und hier oben steht dann Windows 7 Professional. Und hier unten ist wichtig Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem. Das heißt, für mich ist jetzt hier Win7x64 wichtig. Und diese drei Dateien brauche ich. Also ich klicke jetzt hier auf den Ordner, mache einen Rechtsklick und sage Kopieren. Und jetzt gehe ich halt zum Beispiel aufs Desktop. Mit Steuerung V kann ich es dann wieder hierher legen, den Ordner. Jetzt gehe ich wieder auf den Gerätemanager. Und jetzt habe ich es wie versprochen, er hat nichts gefunden. Und wähle hier nochmal die Karte aus, gehe auf Treiber aktualisieren und wähle hier das untere aus, auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. Und jetzt gebe ich hier den Pfad einfach an, wo ich das hier abgelegt habe. Und ich hatte sie auf dem Desktop, also hier Benutzername, Desktop und hier ist unser Ordner. Gehe ich auf OK. Unterordner einbeziehen kann man anlassen, braucht man aber nicht. Geht's hier auf Weiter. Und jetzt wird die Treibersoftware installiert. Und ich habe jetzt nichts geschnitten, also ruckzuck, da ist die Software einsatzbereit. Es ist der 2011er Treiber, das ist auch der aktuellste von der Realtek-Seite, also die Datumsangaben sollten übereinstimmen. Schauen wir mal hier, also 2011, das passt soweit. Und ja, die Karte kann jetzt eben benutzt werden.